Hallo da draußen, hattet mich doch heute Morgen glatt die Worte in meinem Mund verschlagen, ne, als ich das Urteil vom Amtsgericht in Düsseldorf gehört habe. Ne. Darfst du jetzt natürlich in deiner Wohnung noch weiter rauchen, ne, aber der Geruch darf nicht mehr in den Hausflur ziehen. Ne. Welche Konsequenzen das hat, ne, mag ich gar nicht darüber nachdenken. Ne. Am Freitag zum Beispiel, wenn die Katholiken ihr Fisch am Kochen sind, ne, darfst du in keinen Hausflur mehr reingehen, das ist am Stinken von oben nach unten und das ist schon seit 100 Jahren so. Ne. Und an anderen Tagen nach Kohl, nach Reibekuchen oder nach was auch immer. Ne. Und die Leute, denen das nicht mehr gefällt, ne, die können jetzt klagen und dann wirst du rausgeschmissen aus deiner Wohnung. Ne? Das führt uns mittlerweile in das Jahr 1935 zurück, ne? Wo du auch nicht mehr alles das durftest, ne? Und nur noch hinterherrennen durftest. Ne? Und wenn du dich der Norm nicht angepasst hat, ne? Wurdest du abgeschoben. Ne? Leute, denkt mal darüber nach. Ne? Und wenn ihr irgendwo in irgendeiner Amtsstube kommt, ne? Und da ist ein Aktenordner am Stinken, müsst ihr nicht reingehen. Und wenn ihr dann verklagt werdet, weil ihr nicht gekommen seid, ne? Und ihr sitzt vor dem Richter und der hat eine Hakennase, ne? Müsst ihr sagen, die Hakennase erinnert mich an irgendwas, ne? Will ich nicht. Ne? Leute, denkt drüber nach, wenn eine Regierung zu lange am Ball ist, ne? Dann wird es gefährlich, ne? Und wir steuern ganz gewaltig auf irgendwas hin. Denkt mal darüber nach.